Also Trainee-Ausbildung, die Adressaten, also die, mit denen man eine solche Ausbildung macht, sind Hochschulabsolventen, also Menschen, die einen Abschluss von der Hochschule mitbringen, die also 4, 5, 6 Jahre an der Hochschule studiert haben und das Ganze abgeschlossen haben. Das Vorgehen ist aber etwas, was eher zur Berufsausbildung passt. Das Vorgehen ist nämlich ein Durchlaufen der Abteilungen. Also genauso wie ein Lehrling das macht. Ein Auszubildender, wie man ja sagt. Lehrling darf man ja gar nicht sagen. Ein Auszubildender das macht. Ein Durchlaufen der Abteilungen. Das ist das Vorgehen bei der Trainee-Ausbildung. Durchlaufen der Abteilungen. Aber nicht nur das. Bloß intensive Betreuung, das sollte man nicht unterschlagen. Denn die Idee ist ja, und das sehen wir gleich, wenn wir uns die Vorteile anschauen einer Trainee-Ausbildung, ist ja, dass wir diese Menschen auch am richtigen Arbeitsplatz dann einsetzen. Das heißt, im Rahmen der Trainee-Ausbildung wird auch immer wieder gefragt, wo sehen Sie Ihre Stärken, wo fühlen Sie sich besonders wohl, wo könnten Sie sich Ihren zukünftigen Arbeitsplatz vorstellen, weil diese Menschen ja das ganze Unternehmen durchlaufen, wie ein Lehrling, ne, durch die verschiedenen Abteilungen. Vorteile also, es ist eine breite Praxisausbildung. Der Trainee lernt das ganze Unternehmen in der beruflichen Praxis kennen. Es ist eine gute Orientierungsmöglichkeit. Der Trainee, der bisher nur auf der Hochschule war, der weiß noch nicht so ausgeprägt, wo er in der Praxis wirklich gut ist. Der kann auf die Frage, wo liegen Ihre Stärken, eher in Form abstrakter Kategorien antworten, weil er irgendwann mal zum Beispiel eine Entscheidung treffen musste für seine Hauptfächer im Hauptstudium. Uni Münster zum Beispiel, da konnte man sich entscheiden, mache ich im Hauptstudium Steuern, mache ich Industrie, mache ich Banken, mache ich Organisationslehre oder so etwas. Aber das sind theoretische Kategorien. Wo er wirklich in der Praxis sich wohlfühlt und Erfolg haben wird, weiß so jemand gar nicht. So kann er sich orientieren. Besser nämlich in der Praxis orientieren als an der Hochschule. Dann funktionsübergreifendes Denken. Er lernt auf dem Wege Zusammenhänge. Er ist ja nicht nur in einer Abteilung. Achtung, Abteilung heißt immer, dass man etwas abteilt, sondern er lernt die Zusammenhänge, weil er alle Abteilungen durchläuft oder fast alle. Dann, er kann ein Netzwerk aufbauen. Der Trainee kann ein Netzwerk aufbauen. Und das ist eine der zentralen Forderungen der Zukunft. Ich sage das in jedem Seminar. Netzwerk ist der entscheidende Faktor. Und wenn Sie irgendwann mal jemanden kennenlernen, sich fragen, wie kann der, woher weiß der, wie macht der, dann lautet die Antwort oft Netzwerk. Und das Fatale ist, dass man ein Netzwerk aufbauen muss, ehe man es braucht. Das ist der Grund, warum viele es nicht tun. Viele Menschen agieren, wenn sie den unmittelbaren, greifbaren Nutzen sehen. Wenn man also Menschen sagt, pass mal auf, wenn du den Gegenstand von hier nach da bewegst, kriegst du 1 Euro. Dann machen Menschen das, weil sie den unmittelbaren Nutzen sehen und die unmittelbare Belohnung sofort bekommen. Hier bei einem Netzwerk arbeitet man über Wochen und Monate, ohne einen unmittelbaren Nutzen zu haben. Und das muss man kapieren. Man muss ein Netzwerk aufbauen, ehe man es braucht. Wenn man das Netzwerk braucht und man hat es nicht aufgebaut, ist es zu spät. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video.
Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.